Kurze Umfrage. Wer von euch hat schon mal etwas von dieser mobilen App Whisper gehört? Ja, so habe ich es erwartet. Ich sehe keine Hand, fast keine. Ich bin nämlich auch fast dort hinten. Tatsächlich, Entschuldigung. Es ist das Gegenlicht, das da ein bisschen leuchtet. Aber in dem Fall wenige unter uns. So ist es mir auch gegangen. Ich habe es nicht gekannt. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Wer von euch kennt Twitter? Oder eben X, wie es heutzutage heisst? Doch viel mehr. Whisper ist etwas Ähnliches mit einem Unterschied, dass die App anonym funktioniert. Man kann nämlich anonyme Statements abgeben, eben whisperen oder eben auf Deutsch flüstern. Also etwas dem Kunden geben, ohne dass man das Gesicht dabei zeigen muss. Ich bin in den Vorbereitungen auf einen Artikel in der Frauenzeitschrift Brigitte gestossen. Und im März von diesem Jahr haben sie einen kurzen Artikel veröffentlicht mit Statements von dieser App Whisper, und zwar zum heissen Thema: Was, wenn man den falschen Partner geraten hat? Und sie haben zusammengefasst in dem Artikel, was für Statements auf dieser App Whisper eben anonym abgegeben worden sind. Und ein Beispiel dazu ist folgendes. Manchmal denke ich, ich habe die falsche Person geheiratet. Ich hasse sie nicht, aber je länger wir zusammen sind, umso weniger verbindet uns. Es hat dann noch viel mehr so Zitate gehabt von dieser App Whisper. Die einen zum Beispiel sagen, sie hätten beim Warten auf den richtigen Partner oder auf die richtige Partnerin keine Geduld mehr gehabt und sich darum an Falschen gewendet. Andere sagen, der Partner hätte sich so verändert, er sei nicht mehr der oder die, wo er oder sie mal gewesen sei, früher. Jetzt mal ganz ehrlich. Hast du dir auch schon mal so Gedanken gemacht? Hast du auch schon gedacht, dass dein Partner oder deine Partnerin sich so verändert hat? Oder vielleicht ist es sonst jemand aus deinem engen Umfeld? Best Friends, beste Freundin, beste Kollege oder jemand aus der Familie. Und du merkst, es fällt eigentlich jetzt schwer, die Beziehung noch gleich zu sehen, gleich zu erleben, gleich zu erfahren, gleich auszuleben, weil sich die Person so verändert hat. Ich bin so nett und wir machen da jetzt keine öffentliche Umfrage dazu. Wir befinden uns am Ende dieser Serie Hosea. Über das Buch Hosea, oder wir haben sie ja auch ein bisschen provokant genannt, die außergewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Und weil wir am Ende stehen, ist heute auch ein bisschen Fazit ziehen angesagt. Darum würde ich sagen, Fazit ziehen mit Hosea. Und er macht das auch, oder in dem Buch wird das auch gemacht, mit dem letzten Satz. Hosea 14, Vers 10, dort heisst es: Wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Falls du regelmäßiger Bibelleser oder Bibelhörer oder Bibelhörerin bist, dann könnte es sein, dass dir der Satz so ein bisschen anklingt. Weil das Faszinierende an der Bibel ist ja, dass man sie eben auch beim Hören oder beim sich laut vorlesen gut memorieren kann. Und der Vers, der hat eine Eigenheit, die uns in zwei Büchern ganz besonders begegnet, nämlich im Buch der Sprüche und im Buch vom Prediger oder so in dieser Gattung von Büchern namens Weisheitsliteratur. Und er wird tatsächlich, der eine Satz aus dem Hosea wird auch als so einen Weisheitsspruch benannt. Das ist sehr gut möglich, dass der im Nachhinein noch zu dem Buch hinzugefügt worden ist. Aus den Worten von jemandem, der wollte sagen, hey, das Buch ist wichtig. Das Buch musst du dir zu Herzen nehmen. Die Weisheit funktioniert so, die biblische. Sie betrachtet das Leben und sie versucht aus dem Schlüsse zu ziehen, und dann gute Ratschläge weiterzugeben. Und der Satz abschließend zum Buch Hosea, den möchte ich am Anfang von dieser Predigt und als Ende von dieser Serie stellen. Ich glaube, es ist eine Haltung, die wir einnehmen können. Wer klug und weise ist, denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Es geht darum, dass wir auch nochmal reflektieren, sagen, hey, was hat die Geschichte mit uns zu tun? Wo hat sie etwas mit unserem Herz zu tun? Sie an uns anlöhnt. Und das soll so als Vorbemerkung auch vor dem heutigen Predigteil, aber auch über dieser ganzen Serie nochmal stehen. Und wie gesagt, diese Serie war ja ein bisschen außergewöhnlich gewesen, weil es ist eine außergewöhnliche Geschichte. Oder man könnte sagen, ein wilder Ritt
wo wir da durch sind, in den letzten Sündigen. Wir haben die unglaubliche und auch dramatisch, drastisch, grafische Geschichte von Hosea und seiner Beziehung zu der Gomer betrachtet. Und Gott braucht das Bild, um die Untreue vom Volk anzureden, anzuprangern. Und wir haben uns dann auch Gedanken darüber gemacht, was das mit Gott macht. Wie fest ihn das schmerzt. Und ich höre jetzt noch, wie das Messer in das Stoffherz hineingedrungen ist, wo der Johannes Wirt eingestoßen hat im zweiten Teil. Und wir haben gerade letzte Woche dann auch miteinander vertieft angeschaut, was genau abgeht, wenn Gott sich zurückzieht und die Menschen ihren eigenen gewählten Weg gehen lässt. Und so stehen wir jetzt da, beim Fazit hier, an dem letzten Teil, bei der letzten Etappe, und die Trennung ist da. Wir lesen im Kapitel 10 vom Hosea: Doch ihr Herz gehörte nicht mehr dem Herrn. Im Vers davor heisst es, dass Israel eigentlich blühend war, dass sie eine gute Vergangenheit hatten. Ja, dass sie es gut hatten. Aber schon dort hat es im Herzen eine Veränderung gegeben, die jetzt langsam immer sichtbar wird. Ihr Herz gehörte nicht mehr dem Herrn. Ich mache nochmal ein drastisches Bild, wie am Anfang mit dieser Whisper-App. Die Aussage von dieser App: Manchmal denke ich, ich habe die falsche Person geheiratet. Wir würden dann immer sagen, in der heutigen Zeit und in unserer Gesellschaft, wenn dann noch Kinder im Spiel sind, wird es dann noch einiges komplizierter. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Und ehrlich gesagt ist in dem drastischen Bild von Hosea und der Gomer auch das der Fall. Auch Kinder sind im Spiel. Und heute möchten wir uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, um anzuschauen, ja, was denn die Bedeutung ist von diesen Namen von diesen Kindern. Es ist ein extrem drastisches Beispiel und extrem grafisch oder eben auch verbal, akustisch dargestellt. Das erste Kind, das Hosea und Gomer bekommen haben, hat Jezreel müssen heissen. Jezreel ist nicht einfach ein schöner Name gewesen, mit einem guten Segenswunsch, sondern in diesen Jahren vom Volk Israel ist es bekannt gewesen dafür als ein schreckliches Schlachtfeld. Es ist nämlich das Tal gewesen, wo der König Jehu hat müssen ein Massaker am Ahab und seinen Gefolgsleuten ausüben. Weil er hat müssen ihn eigentlich für Gott, den Ahab, bestrafen für sein ungöttliches Tun. Nur um nachher selber schlechte Wege einzuschlagen. Und der Name steht über dem, dass genau diese Strafe auch über das Volk kommen soll. Schrecklich. Und in der heutigen Zeit, mit Schlachtfeldern dort und da, gar nicht so fern von uns, wenn ein Kind so einen Namen müsste tragen. Das zweite hat dann Lo-Ruhamma geheissen, die Unbegnadigte, das Mädchen. Nur schon das schmerzt, wenn man denkt, dass so ein Geschöpf, so unschuldig, so muss genannt werden. Weil Gott kein Erbarmen mehr hat mit den Israeliten. Und dann ist dann das dritte gekommen und die Beziehung ist eben langsam mit Jahr gekommen. Lo-Ammi hat es heissen, nicht mein Volk. Und ich glaube, all die drei Namen zeigen etwas auf davon, dass ein Ausdruck sind von dieser verblassten Liebe. Von einer in die Jahre gekommenen Liebe. Wenn Kinder im Spiel sind, wird es immer noch komplizierter. Und das Kind Nummer 3, das müssen wir ein bisschen genauer betrachten. Eben wie gesagt, es ist das dritte Kind. Es ist schon Zeit vergangen. Und das arme dritte Kind musste anheben, damit Gott kann ausdrücken kann, nicht mein Volk. Das ist der Name. Und es scheint ja in dem Fall dann fast so, als hätte sich Gott in dieser Bundesbeziehung, also sicher hat sich etwas verändert. Und die Frage ist ja dann so ein bisschen, ja, was ist genau geschehen? Hat sich Gott denn da abgewendet? Wir werden auf das kommen. Aber was klar war für das Volk, ist, etwas hat angeklungen, auch wieder so im Ohr. Nicht mein Volk. Das ist doch mal etwas gewesen. Irgendwie die Aussage, die kennt man. Die Worte, die kennt man nicht ganz so, aber anders. Und eigentlich hat das jeder verstanden und jeder gehört. Es war ja eine Botschaft als Volk. Und es geht darum, dass in der identitätsstiftenden Geschichte vom Volk Israel das alles eine Rolle gespielt hat. Die Aussage, mein Volk oder nicht mein Volk. Und zwar dreht sich es dabei um Geschichte aus dem zweiten Buch Mose, aus dem grossen Auszug aus Ägypten. Und es heisst dort im zweiten Buch Mose, dass Gott nicht entgangen ist, dass sein Volk in Ägypten unterdrückt worden ist. Und dass er den Mose beruft, um etwas zu unternehmen. Und dann kommt so ein Höhepunkt, einer der Höhepunkte in dieser Geschichte, wo der Mose beim Schafhüten einen feurigen Busch sieht. Und er geht daran her und in dem Moment hört er eine Stimme rufen, die sagt: Mose, Mose. Und er hat verstanden, das ist jetzt der Gott. Und
Er hat gesagt, ja, Herr. Und Gott hat gesagt, komm näher an den Busch an und zieh deine Schuhe ab, weil du stehst auf heiligem Boden. Und dann hat er sich vorgestellt und gesagt, weißt du, ich bin der Gott von deinen Vorfahren, von deinen Vätern, von deinem Vater, aber auch von Abraham, Isaac und Jakob. Und der Mose hat gemerkt, das ist speziell, und er hat sich das Gesicht verhüllt und er hat gemerkt, der Moment ist wohl einer der Höhepunkte in seinem Leben. Und dann hat Gott geredet und er hat gesagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Wo der Hosea hat müssen, sein Kind nicht mein Volk nennen, ist bei allen Israeliten im Kopf etwas abgegangen. Die haben das gekannt. Und sie haben gewusst, dass sie eigentlich mein Volk sind. Gottes Volk. Er hat sie so genannt. Bis dahin sind sie es gewesen, immer wieder, durch Höchst und Tiefst. Aber in diesem Bild musste Hosea sagen, nicht mein Volk. Und eben, die Frage ist jetzt ein bisschen, ist einfach so viel Zeit ins Land gestrichen, dass jetzt Gott zum Schluss kommt und sagt, dieser Partnerschaft muss ich einen Schlussstrich ziehen. Das Gegenüber hat sich so verändert. Wenn du uns auseinanderklebt, das ist nicht mehr das Volk, das ich damals errettet habe. Es ist ein riesiger Kontrast, den wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen können. An dieser Stelle möchte ich auf die Serie, die wir hatten, hinweisen, weil meine Kolleginnen und Kollegen haben grossartig uns aufgezeigt und mitgenommen auf die Gedanken, dass eben nicht Gottes Entscheidung ist. Dass es nicht Gott ist, der sich verändert oder der sich dann entscheidet, den Schlussstrich zu ziehen. Sondern wir haben entdeckt, dass Gottes Herz unglaublich schmerzt, dass gegenüber das Volk den Weg wählt von der Untreue. Gott ist im Bild verglichen der treue Partner. Und wir haben auch entdeckt, dass die gerichtsandrohenden Worte nicht schon Fazit sind, nicht Gerichtsbeschluss, sondern so ausgesprochen sind mit dem Wunsch, dass es eben nicht so weit kommt, dass sich noch etwas bewegen lässt. Und sie stehen auch dafür, dass Gott als Gegenüber einfach die Distanz zulassen muss und das Volk ihren eigenen Wegen ziehen lassen muss, seine eigenen Wege ziehen lassen muss. Gott sieht die Veränderung beim Volk, aber er ist nicht der, der den Schlussstrich zieht. Nein, ganz im Gegenteil. Das Buch Hosea zeigt uns die unglaubliche Treue von Gott. Obwohl sich das Volk entschieden hat, nicht mehr sein Volk zu sein, sagt er durch den Hosea. Und dabei lässt er eben die Geschichte aus dem Mose erklingen. Und wir tauchen jetzt ins Hosea Kapitel 12. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Das hat allen angeklungen. Er hat sie gehört damals, vor vielen Jahren. Er hat sie gehört schreien. Ihm sein Herz ist bewegt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Nun sorge ich dafür, dass ihr wieder in Zelten leben müsst, wie damals, als ich euch das erste Mal begegnet bin. Auch wenn das Volk nicht mehr sein Volk war, so bleibt er der Herr. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Der, der das Volk aus Ägypten befreit hat. Der, der sich an Mose vorgestellt hat. Der gerufen hat, Mose, Mose, ich bin der Gott von deinen Vorfahren. Und dort gibt es noch einen ganz spannenden Einschub, den ich euch noch nicht erzählt habe. Der Mose ist nämlich schlau. Und der sagt, ja, wenn ich als der hergelaufene Hirte aus dem Land Midian komme und sage, du, übrigens, Gott hat mir gesagt, dann wird das Volk sagen, ja, welcher Gott? Einer von den ägyptischen Göttern. Einer von deinen Völkern dort, wo du dich umgetrieben hast. Und er hat das Gott gesagt. Er gesagt, was soll ich ihnen sagen? Wer bist du? Wie soll ich dich vorstellen? Und Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Die Geschichte von Hosea sagt, das Volk ist eben nicht mehr mein Volk, aber Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und ich bleibe. Ich bin der Seiende. Auf Schweizerdeutsch kannst du das fast nicht ausdrücken. Der Zeitübergreifende. Der Bleibende. Der Gott, der da war, beim Mose, beim Feuerbusch und noch viel mehr gehört hat, wie die in Ägypten schreien. Der Gott, der da sein wird. Und der Gott, der ist. Gott ist nicht der Partner, der nach 7 Jahren, die verflixten 7 Jahre, gell,
nach 12 Jahren oder nach 25 Jahren oder wie lange auch immer, ein anderer ist. Er ist der treue Gott. Der bleibende und weiterhin liebende Gott. Und darum hat er gesagt, in Hosea 12, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Mit einem doppelten Unterstrichen von ich bin. Ich bin. Weil ich bin, der ich bin. Und wenn man dann dort noch so liest und das mit diesen Zelt liest, dann tönt das so wie eine Androhung so zu den Kindern. Oder so übrigens, wenn ihr im Verletzten nicht recht tönt, dann müsst ihr im Garten im Zelt schlafen. Auch das müssen wir ein bisschen anders verstehen. Es ist ein Hinweis auf das Laubhüttenfest. Und es war das Fest, das das Volk gefeiert hat, um den Auszug aus Ägypten immer wieder in Erinnerung zu haben. Ich werde euch wieder in Zelt wohnen lassen. Vielleicht könnte man jetzt ein bisschen schnell und salopp bis heute übertreibt sagen, aber es ist wie dann, wenn du nach 25 Jahren wieder die gleiche Hochzeitsreise machst wie damals und nochmal aufleben lässt, was war, wo die Liebe frisch war, wo sie neu war. Sag, ich will wieder dort hinkommen mit euch, wo die Zelt sind, dort, wo ihr abhängig seid von mir, dort, wo ihr gewusst habt, dass ich euch befreie. Schöne Aussage. Eine Einladung. Unglaublich. Kürzlich durfte ich eine Hochzeit predigen und es kann etwa die mal vorkommen, es gibt so Sachen, die muss eine Hochzeit auch immer wieder sagen, dass ich an einer Hochzeit sagen und auch deren, die Liebe ist eben manchmal auch eine Entscheidung. Und im Buch Hosea ist es das Volk, das zu der Entscheidung aufgerufen ist, weil Gott hat sich schon entschieden. Sie sind die sich verändert haben. Sie sind der Partner, der nicht mehr so ist, wie er war. Und Gott ist. Gott ist Gott. Und die Frage ist, entscheidet sie sich nochmal für Gott? Und der Text von Hosea lässt plakativ auf das ein. Hosea 14, ab Vers 2. Ihr Israeliten, kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn durch eure Sünde habt ihr euch selbst ins Unglück gestürzt. Kommt zurück zum Herrn, sprecht mit ihm und sagt, vergib uns all unsere Schuld und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir geben können. Kein Schlachtopfer, sondern unser Versprechen. Wir verlassen uns nicht mehr auf die Assyrer. Wir setzen unser Vertrauen auch nicht auf Pferde und Reiter. Also das ist das Versprechen. Nicht mehr die Sicherheiten, wo wir das Gefühl haben, wir hätten sie und wo wir uns gerne selber organisieren. Ich sage das etwa die Hochzeiten, dass Liebe auch eine Entscheidung ist. Und wie gesagt, im Buch Hosea ist es Volk, das sich nochmal entscheiden muss. Es ist aufgerufen zur Entscheidung. Das ganze Buch sucht die Entscheidung. Weil sie haben sich verändert und nicht Gott. Sie sind der Partner, der nicht mehr so ist, wie sie mal gewesen sind. Gott ist und er ist Gott. Und wunderbar kommt das eben zum Ausdruck in dem letzten Kapitel vom Buch Hosea. Im Kapitel 14, ab Vers 2, das heisst, ihr Israeliten kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn durch eure Sünde habt ihr euch selbst ins Unglück gestürzt. Kommt zurück zum Herrn, sprecht mit ihm und sagt, vergib uns alle Schuld und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir geben können. Kein Schlachtopfer, sondern unser Versprechen. Und dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt, was das Versprechen soll sein. Nämlich eine Abkehr vom Vertrauen auf andere Macht wie die Assyrer. Eine Abkehr auch vom Vertrauen auf das, was sie mit ihren eigenen Händen gemacht haben. Gemeint sind Götze, aber man könnte das auch deuten als die eigenen Werke, sich auf sich selber verlassen. Und was ich super interessant und auch treffend finde, ist, dass das Wort, das prophetische Wort klar ausdrückt, es geht Gott nicht um eine Wiedergutmachung und ein Abzahlen von der Schuld. Und jetzt hast du mir so lange das Leben schwer gemacht, jetzt musst du das und das und das und das machen, damit es dann wieder gut ist. Sondern er wünscht sich ein Versprechen, einen äußeren Ausdruck von einer inneren Wandlung, einen äußeren Ausdruck von einer Umkehr im Herz. Im Fall von Israel ein Versprechen, um Ausdruck dafür zu geben, dass sie sich nicht mehr an falsche Lebensspender hängen. Wie zum Beispiel andere Macht. Oder wie zum Beispiel ihre eigenen geschaffenen Sachen. Gott will nicht Opfer, aber er möchte eine neue Haltung. Er möchte, dass sie sich ihm hinwenden und sagen, du bist unsere Sicherheit. Und für das, sagt der Text, braucht es eine Umkehr. Israel kehrt um zum Herrn. Und Umkehr ist immer ein Resultat eben von etwas, was im Herz abgeht. Wir sagen dem vielleicht Reue.
als Wort. Und Reue hat noch eine tiefere Bedeutung. Es ist nämlich ein darüber nachsinnen, was es war, es nochmal bedenken und aus dem heraus ein Verändern zu wandeln. Eine innere Umkehr vom ureigensten Wesen, wo man vielleicht auf einem Pfad war und sagt, nein, ich kehre mich ab. Und genau das klingt auch im Neuen Testament an, immer wieder. Das ist das, was Jesus verkündet hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen und ich bringe euch jetzt die gute Nachricht, darum kehrt um. Und dabei geht es nicht einfach um einen neuen Wanderweg, sondern es geht um eine ganz eigene, ureigenste Veränderung vom Wesen, von einer Neuausrichtung. Und um das geht es da Gott. Das Buch Hosea ist dramatisch, es ist grafisch, es ist krass, es ist wunderschön und es ist auch sehr klar, alles zusammen. Es ist zum Beispiel sehr klar drin, dass die Menschen die sind, die sich bewegen müssen. Aber nicht, weil Gott wartet und sagt, jetzt mal schauen, ob ihr auch tun, sondern weil er schon immer hat. Er bewegt sich immer und er hat sich immer wieder bewegt. Und das Buch Hosea ist Bewegung. Weil er sich selber treu bleibt, macht er das immer. Weil er der ist, wo er immer war. Der ist, wo er immer ist. Und er ruft das Volk und er wirbt um sie und er warnt sie. Weil seine Liebe keine Grenzen kennt. Never ending love. Wir haben uns am Anfang vorgenommen, ein Fazit ziehen mit dem Hosea. Der Hosea zeigt uns wohl vor allem einen Charakterzug von Gott auf drastische Weise auf. Gott ist treu. Er war immer treu gewesen und er wird immer treu bleiben. Und Gott bleibt sich treu. Gott ist da. Er ist. Gott ist schon da gewesen und er wird da sein. Er ist der Partner, der durch den Ring symbolisierte Bund ewig haltet. Im Ring tut man traditionellerweise den Namen eingravieren vom Partner. Man muss das nicht, aber viele machen das. In deiner Beziehung zu Gott steht in deinem Ring: Ich bin, der ich bin. Und diese Treue hat Gott schon immer gezeigt. Er hat sich immer wieder auf uns zubewegt, auf dich und auf mich und aufs Volk. Und er hat das besonders auf eindrückliche Art und Weise gemacht. Genauso drastisch, genauso grafisch wie bei Hosea vor 2000 Jahren. An dem Moment, wo man zeitteilig, ich meine, so Tourzeitveränderung ist so etwas, weißt du, Regionales, aber das ist Weltgeschichte. Zeitteilig unterscheidet man in vor Christus und nach Christus. Und es ist darum, weil Gott sich entschieden hat, sich bewegen zu lassen, weil er der ist, wo er ist. Und gesagt hat, ich bewege mich sogar so weit, dass ich auf die Erde komme. Ich nehme menschliches Wesen an. Jesus Christus, Gott ist Mensch geworden. Und er hat sich vorgestellt als der, der ist, der immer war und der, der wird sein. Und wie hätte es auch anders können sein, als dass er das gemacht hat mit diesen berühmten Worten, ich bin. Weil er hat etwas anklingen lassen. Und so hat es Jesus verkündet, vielfach. Und man könnte da eine ganze Predigt dazu füllen. Aber ich will drei so Statements aufgreifen, die etwas aussagen in unserem Leben hier, über den Gott, der ist. Jesus hat gesagt, ich bin, ich war schon immer und ich werde immer sein. Das dürfen wir nachklingen lassen. Das Brot des Lebens. Bei mir findest du Versorgung. Bei mir findest du alles, was du zum Leben brauchst. Keine andere Sicherheit. Keine selbstgemachte. Keine fremde. Jesus hat auch gesagt, ich bin, ich war schon immer, ich werde immer sein, das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht vom Leben haben. Was für ein Zuspruch. In Zeiten, wo unsicher sind, in Zeiten, wo manchmal unklar ist, was ist richtig, was ist falsch, zu wissen, Gott ist da. Und er leitet und er führt und er steht zu dem. Und er lenkt unseren Schritt. Und er will uns leuchten, wenn wir uns an ihm ausrichten wollen. Jesus sagt, bei mir findest du das Licht vom Leben, Orientierung im Leben, schon jetzt, hier auf dieser Welt. Aber es ist nicht bei dem geblieben. Er hat gesagt, ich bin.
Ich war schon immer, ich werde immer sein. Die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Weil die Hoffnung, die Jesus gebracht hat, die Treue von dem Gott, die geht so viel weiter als unser irdisch begrenztes Leben. Sie ist so viel mehr als das, was uns die Welt bieten kann. Es ist die Hoffnung in die Ewigkeit. Und ich glaube, in all diesen Worten klingen die Hosea-Worte nach. Kehret um zu mir, weil ich bin der. Ich bin der Lebensspender, der Sicherheitsgeber, der Beschützer im Jetzt und in alle Zukunft. Ich bin treu. Ich bin da. Ja, ich bin. Und darum schliessen wir fazithaft und sagen, Gott ist da. Und wir stellen uns die Frage, ja und ich? Bin ich auch da? Bin ich da in dieser Beziehung? Bin ich noch da? Nach 20 Jahren, 25 Jahren? Oder bin ich vielleicht noch gar nie da gewesen? Und so, wenn wir uns die Frage stellen zum Schluss, ja, bin ich da? Bin ich noch treu? Bin ich das Gegenüber, wo Gott sucht? Das Gegenüber, wo Gott einmal befreit hat. Und viele von uns haben in ihrer Biografie auch so einen Moment, wo sie das festmachen können. Das Gegenüber, zu dem er sich mal als erstes ausgestreckt hat. Und dann können wir uns natürlich auch fragen, ja, wo braucht es da eine Umkehr? Eine Wiederumkehr? Eine innere Wandlung, die sich ausdrückt in unserem Leben? Eine Wieder- oder eine neue Ausrichtung? Aber wir können uns sicher auch fragen, ja, was, wenn ich noch nie in die Beziehung mit dem Gott eingestiegen bin? Was ist dann? Und wenn das dich betrifft, dann kann ich dir sagen, es ist die Bestimmung von allen Menschen, in Beziehung mit Gott zu leben. Wir glauben, dass er uns geschaffen hat, dass er uns erdacht hat, dass das Leben seine Erfindung ist. Und in dem Sinne ist es deine und meine Bestimmung, in Beziehung mit ihm zu leben. Und in dem ist er sich immer treu gewesen. Und er lädt dich dazu ein. Und das Buch Hosea ist eine Einladung an dich, dich ihm hinzugeben. Und auf das kannst du reagieren. Ganz persönlich. Im Gebet. Wir wollen heute gemeinsam die suchende Liebe Gottes erfahren und uns wirken lassen. Und vielleicht uns auch einfach an ihr freuen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich gezeigt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Grosser Gott, ich danke dir, dass du der bist, wo du bist. Dass du der grosse Ich Bin bist. Der, der schon immer war und der, der immer wird sein. Ich danke dir, dass wir uns in unserem Leben so hier einordnen können. In dieser Perspektive. Und du rufst heute Menschen. Du rufst sie zurück in eine Beziehung. Du rufst sie das erste Mal in eine Beziehung. Und du stellst dich vor als der immer Liebende. Als der immer Daseiende. Als der, der sich nicht einfach verändert. Als verlässlicher Partner. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das heute in unsere Herzen übersetzt. Wir danken dir, dass du da bist, mitten unter uns. Dem Gottesdienst, in jedem Einzelnen von unserem Leben und auch gerade in dieser Ausnahmesituation, die wir hier erlebt haben, du bist da. Amen. Für uns ist es extrem wichtig, dass wir eben nicht nur das Wort so hören, sondern auch darauf reagieren können. Und für das soll die nächste Zeit in unserem Gottesdienst dienen, wenn die Band uns mitnehmen auf Songs, dass wir reagieren können. Vielleicht uns auch bewegen lassen in eine Richtung. Und du kannst das heute machen mit unserem üblichen Angebot. Wir haben Menschen da, die gerne mit dir beten. Wenn du sagst, du willst irgendwie mit Gott connecten, etwas festmachen, etwas neu ausrichten und dazu Unterstützung möchtest, dann haben wir ein Team da, das liebt, mit dir zu beten. Und auch online im Livestream stehen wir dir gerne zur Verfügung. Aber der Raum soll auch einfach da sein, um zu reagieren mit unseren Worten und mit unseren Herzen, mit einem äußerlichen Ausdruck im Lobpreis, im Worship, dem Gott hin. Oder vielleicht auch mit einem Gang zum Abendmahl, wo man den Bund nochmal neu auch schliessen, nochmal einschlagen und sagen, hey, du bist mein Bundespartner. Zu Gott hin, aber natürlich auch im Miteinander der Menschen, wo das immer wieder nötig ist. Darum lass uns einsteigen in die Zeit und uns da ganz auf Gott ausrichten.